Ja, moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Christoph. Ja, und was sagt der Titel? 16 Mbit für eine Schule. 16 Mbit für eine Schule. Ja, nur mal so als Info, was sind 16 Megabit? Ja, wir reden ja immer. Also, ja, ich habe eine 1000er, ich habe eine 16.000er, hieß das denn früher vor Jahren mal. Ich habe eine 50.000er. So, wir reden ja dann immer davon, von 16 Mbit, 50 Mbit, 100 Mbit. Jetzt gibt es auch Leitungen für Privatleute. 1000 Mbit, ja, 1 Gigabit. So, und damit wir jetzt mal drüber sprechen und das mal ausrechnen, was sind jetzt 16 Mbit? Ist irgendwie nicht greifbar, diese Zahlen, habe ich jetzt auch in vergangenen Podcasts auch schon mal erzählt und die Berechnung dafür gemacht. Und zwar 16 Mbit sind effektiv ungefähr 1,9 Megabyte pro Sekunde. Okay, ich kann also ungefähr ein Bild in 1-2 Sekunden runterladen, je nachdem wie groß das Bild ist. Ja, okay, das ist gar nicht so langsam. Wenn man sich das mal so vorstellt, auch im Vergleich, wie die Internetleitungen früher waren von der Geschwindigkeit her. Ja? Aber 16 Mbit für eine Schule. Ich kenne eine Schule, die hat eine 16 Mbit Leitung für die Verwaltung und die hat eine zweite 16 Mbit Leitung für das Schülernetz. Ja? Das heißt, die Schüler teilen sich alle in der Schule die Internetleitung mit 16 Megabit. So, das klingt jetzt irgendwie nach, ja, das geht ja eigentlich noch. Nein, das geht nicht. Nicht im Jahre 2019, wo die ganze Welt irgendwie von Digitalisierung spricht und meint, wir müssen alles aufrüsten und wir müssen Videos in den Klassen gucken können, wir müssen digitale Kooperationen machen können, Lernplattformen und so weiter und so fort. Ja, 16 Mbit geht nicht. Das ist zu wenig. Das ist deutlich zu wenig. Ja, wenn du jetzt mal überlegst, dass ganz, ganz viele Privatleute heute schon eine 50 Mbit-Leitung oder mehr zu Hause haben. Gerade auch auf dem Land. Also ich sag mal, für viele Leute ist in der Stadt ja heute schon eine 100er oder 200er Leitung fast selbstverständlich. Und ja, ich weiß, es gibt immer noch sehr, sehr viele da draußen, die haben immer noch sehr, sehr wenig. Aber denk mal drüber nach. Eine Schule mit 16 Megabit. Sag mal ganz ehrlich, du hast bestimmt mehr zu Hause, oder? Eine Schule. Also wir reden hier nicht von einer Person oder zwei Personen, sondern in so einer Schule mit mehreren Klassen, da sind ja mal ganz schnell deutlich mehr als 100 Leute unterwegs. Ja? Da sind ja manchmal deutlich mehr als 100 Schüler. Und die sollen sich jetzt eine 16 Megabit-Leitung teilen. Wow. Und in dem Fall ist es, ja, wie bei ganz vielen anderen Fällen auch, ist es eine bürokratische Sache, ein bürokratisches Problem. Ja, am Ende, technisch, reden wir meistens nur von irgendwelchen Kabeln, die ja entweder gezogen werden müssen oder die vielleicht sogar schon liegen. Dann haben wir nicht mal mehr eine Hardwareänderung, ja, sondern was haben wir? Oft eigentlich nur ein Schalter im System, der umgelegt werden muss, also eine Tarifanpassung von der einen Stufe zur nächsten, um von vielleicht 16 auf 100 Megabit abzugraden. Das wäre schon mal Faktor 6, sogar mehr als Faktor 6. Das wäre schon gut. Und jetzt würde mich mal deine Meinung interessieren. Findest du das in Ordnung, dass, und das ist eine echt coole Schule, findest du das in Ordnung, dass in Deutschland auch im Jahr 2019 teilweise Schulen noch solche erbärmlich niedrigen Internetgeschwindigkeiten haben? Das ist, und da können die Lehrer nichts für, da kann die Schulleitung nichts für, dass die Bürokratie in diesem Land, die Schulverwaltung, die Gesetze, die Richtlinien dafür sorgen, dass das teilweise Monate oder auch Jahre dauert, bis sich da was ändert. Was hältst du davon? Schreib mir doch mal deine Meinung zu dem Thema hier unten in die Kommentare rein. Und vor allen Dingen, was ich richtig geil finden würde, hast du auch ein Beispiel in deinem Bekanntenkreis, wo du vielleicht irgendwie auch mit irgendwelchen Firmen oder mit Schulen zusammenarbeitest? Vielleicht bist du in einer Schule, die eine ganz, ganz langsame Internetgeschwindigkeit haben. Schreib mir das doch bitte hier unten mal gerne rein. Das würde mich unheimlich mal interessieren. Ja. Vielen Dank dafür. Ich wünsche dir einen geilen Tag und freue mich, wenn wir beide uns wieder in meinem nächsten Video wiedersehen. Mach's gut, bis dann. Dein Christoph.